kannst sehen, wie dich jetzt die etwas jüngere Dame entsetzt anstarrt, ihre Augen verengt. Dann packt sie sich einen Stuhl. Du würdest gar nicht denken, dass sie so stark ist, aber sie packt sich plötzlich diesen Stuhl und Ich hatte sie ja gerade. schmeißt ihn durch den Raum. Frau Leta, knien Sie sich hin und betet an die Herrin Travia. Wiederholt ihren Namen immer und immer wieder. Erstmal wirft sie. Ich hatte sie gerade aus dem Raum geschoben. Ja, Wirf mir den Stuhl von sie hat sich wieder zurück. Ja, sie hat sich wieder zurück den in den Raum Hinterkopf. geschoben. Ja, super. Du bekommst 2 TP von dem Stuhl. In den Kopf? Nicht in den Kopf, auf den Körper. Iserun. Ja, das Also, ist so, ja, okay. so Das wird meine halb durch den Rüstung Raum abdecken. geschleudert. Also irgendwas, was er da wohl gerade wieder eingeflüstert, eingetrichtert hat. Was sie dann dazu verleitet hat. Oh, verzeiht, das wird verzeiht. Sie hält sich so ein bisschen an den Mund. Er ist schon in Ordnung. Mach das nicht wieder. Betet jetzt. Rafim sucht nach dem Jungen. Was für ein Junge? Der Junge, der hier gerade rausgerannt ist. Muss auf den Karino aufpassen. Und wieso? Wo was aufpassen? Geh einfach! Weil der wahrscheinlich auch diese Einflüsterung hat. Deswegen hat er es überhaupt erst gemacht. Keine Sorge. Sobald irgendwas auftaucht, was ich abstechen kann, werde ich es abstechen. Ja, ich Ja, suche gut. diesen blöden Jungen. Da jetzt keiner von uns irgendwie den sehen kann, werde ich einen Oculus wirken. Ich lasse mir Zeit, weil, naja. Einen Moment. Also, Abel, erzähl mir. Wie kann ich etwas abstechen, was nicht sichtbar ist? Nun, dieses Wesen besitzt meines Wissens keinen physischen Körper. Ihr bräuchtet eine magische oder geweihte Waffe, was ihr vermutlich besitzt, aber es ist schwer, ihn zu sehen ohne entsprechende Paraphernalia, die wir nicht haben. Siehst du ihn? Nur unter der Wirkung des Cantus oder im Arcanum. Per Oculus Arcanus Videam. Der Oculus hat gewirkt. Ja, gerade so, aber ab sofort werde ich den Yel Arisel sehen können. Für 5 Minuten, ne? Genau, der ist eine Spielrunde lang. Genau, ja. Körperlosigkeit 2, also er besitzt nicht sowas wie einen Körper, kannst ihn nur auf der Astralebene erkennen. Ja. Aber siehst jetzt diese schattenhafte Kreatur, diesen Sämann. Da ist er. Ich weise mit meinem Schwert auf ihn. Etwa 3 Schritt von mir entfernt. Oh, kommt Ich aber stürme nicht. darauf zu, er Irgendwohin wird zu kommen wir stechen. drauf. Ja, Isarun, du kannst erkennen, wie die Schatten vor ihm zerfließen, er durchstochen wird und er dich auslacht. Haben wir ihn? Ihr habt ihn. Ja, noch ein bisschen weiter draufhauen. Seine Schatten sind schon wirklich schwach. Dahin? Ja, genau dort. Also Ich stochen wedel die. ungeziert durch die Gegend. Du siehst, wie er dich weiter auslacht, dich verhöhnt und er versucht dir wohl irgendwelche Dinge wieder einzutrichtern, einzuflüstern, die allerdings dann an dem Gardianum dann abprallen und so ein bisschen versuchen auch diesen Gardianum schwarz zu färben. Das kannst du zumindest unter dem Oculus erkennen. Die anderen erkennen natürlich wieder nichts, weil der Gardianum nicht sichtbar ist, aber auf dieser Astralebene, auf dieser Spektralebene, kannst du das dann eben erkennen, wie er versucht, da diesen Gardianum auch zu pervertieren. Ja, die Schatten zerlaufen, verlaufen, er bildet sich wohl immer wieder neu. Ich trete in das Zimmer wieder hinein, hole aus meinem Rucksack ein Stück Zauberkreide und würde ein Pentagramm auf dem Boden malen. Malen und zeichnen. Zauberkreide Qualität F. Handwerk, malen, zeichnen. Was macht denn Zauberkreide Quali F? Kann ich dir genau sagen? Die erleichtert Hat die die Beschwörung und Beherrschung irgendwas um 3? Schlechtes? Nein. Ja, Quali ist doch. ziemlich egal. Beschwörung erleichtert um 3, Beherrschung um 2, Exorzismus um 3. Aber wenn die Beschwörung misslungen ist, dann erscheint ein nächsthöheres Wesen, also ein Gehörnter. Okay. Bei der Beschwörung wohlgemerkt, nicht bei Ja. der Exorzierung. Ja, okay. Ja. Denkt ihr das nur? Ja, gut, Gleich du hier. malst ein Pentagramm auf. Ja, wie gesagt, Ja, dein Isarun. eigener Odem ist wieder weg, aber du kannst dann auf Iserun schauen, siehst dann, wie Kiaras und Yalan da irgendwie in nichts stechen und kannst dann um Kiaras und Yalan dann einen großen Kreis ziehen, den du dann nach und nach mit Siegeln versiehst und dann diese 5
Striche zu einem Pentagramm dann vereinst. Sie sollten dieses Wesen vertreiben von dieser Sphäre und es in die 7. Sphäre zurückbannen. Ja, dann tu das. Ja, es scheint wohl manifestiert oder irgendwie sonst wie gebunden zu sein. Also nicht einfach nur beschworen. Mittlerweile hat er auch aufgehört zu lachen. Fesselt diese beiden Frauen, damit sie das Ritual nicht stören können. Aber soll ich jetzt... Ja, dann wedelt immer noch mal zum Schwert und gezielt an der Decke entlang. Soll ich jetzt weitermachen oder aufhören? Nein, fesselt diese Frauen. Wusstest du, dass Ömer den Splitter gestohlen hat? Ihr müsst ihn nicht mal fesseln. Bringt sie einfach nach unten und schiebt irgendwas auf die Hüfte. Sei ruhig. Leonardo wird sich als neuer Heptarch anbahnen. Und Ömer und er haben dich verraten. Ich würde ein Pentagramma. Es dauert 20 Aktionen. Ja. Setze mich in dieses Pentagramm hinein und spreche die Formel. Iserons Magisterarbeit ist fast abgeschlossen. Stiehl sie und du wirst der Mark. Pentagramma Sphärenbann. Der Niederhöllen Kraft heran. Ist jetzt erschwert, ein niederer Dämon um 3? Moment, willst du Beschwörungsprobe oder du willst die Beschwörung? Ein Pentagramma. Erstmal ein Pentagramma, die Probe. Die ist ja Seite 205 LCD. Ja, weil erschwert. Ich hätte erschwert um die Beschwörungsschwierigkeit, oder nicht? Ja, kommt doch hinzu. Ja, genau. Plus 3 plus die Beschwörungsprobe. Ja, Beschwörung ist plus 6, deswegen. Also plus 9, ich lasse mir dafür Zeit. Vergiss die 3 Erleichterung von der Karte nicht. Kriegt dann 3 Erleichterung, also plus 9. Plus Zeit lassen 3. Ist für eine 4 und eine 3 durch die Kreide. Also plus 2 Probe. Genau. Und das dauert dann wie lange? 40 Minuten? 20 Aktionen. 20 Aktionen steht hier. Also 40 Aktionen. Doppelt, ja, genau. Genau, also 40 Sekunden oder 60 Sekunden etwa. Aktionen mal 1,5, ja, also. Ja. Ein paar Minuten. Ja, eine Minute knapp. 60 Sekunden, oder? Ja, 40 mal 1,5 sind 60, hast du recht. Ja. Geht ja doch ganz schnell. Ja. Und? Ja, wenn der Zand dir schon am Schienbein nagt, denkst du das auch? Ja, klar, mit einem Zand ist das halt was anderes, aber gut, das Ding ist jetzt körperlos, kann halt nur schlechte Ratschläge geben. Ich überlege gerade noch, ob da noch irgendwas mit bei ist, irgendwas von interessant. Jalan ist natürlich ein Paktierer, hat dann in Yolgomak einen Pakt geschlossen, hat da Teriyak getrunken und... Hey, hör auf, die Wahrheit zu erzählen, du darfst nur lügen, dachte ich. Kiaras ist übrigens unfruchtbar und kann so oder so nichts mehr an Kindern zeugen, aber ja. Nach einer Minute vergeht der Dämon körperlos, wie er ist, und Yel-Arizel ist wieder verbannt. Ich sacke zusammen in meinem Schneidersitz inmitten dieser Pentagramms. Es ist vorbei. Er ist weg. Sicher? Gute Arbeit. Ja, ja, er ist Verzeiht, weg. Ich wollte euch nicht anspucken und mit dem Stuhl schlagen. Bei Travia, das tut man nicht. Schon wirklich? In Ordnung, das war nicht eure Schuld. Ich bin allerdings ganz anderer Ansicht. Verzeiht, mein Herr, wir wollten euch nicht beleidigen. Warum tatet ihr es dann? Euer Gnaden, die gute Frau wurde offensichtlich von diesem Dämon dazu bewogen. Sie hat nicht das gleiche Übung darin wie wir, solche. Nein, sie hat sich überreden lassen, den guten Gesetzen und Sitten der Götter zu widerhandeln. Zwingen kann euch das Vieh ja wohl offensichtlich nicht. Ihr urteilt viel zu schnell. Wenn ihr nicht selber diesen Dämon studiert habt. Um das Schlimmste zu verhindern, nicht wahr? Richtig. Dieses Wesen ist nun erstmal wieder in seiner Sphäre. Gutes Werk, Abemir. Danke. Bin noch ein bisschen erschöpft und lehne mich so ein bisschen noch gegen den Tisch. Und nun? Wie wollen wir weiterverfahren? Habe ich das blöde Kind eigentlich gefunden? Ja, das sitzt in seinem Zimmer. Hat da wohl gerade irgendwie seine Spielzeugtiere aus Stoff oder sowas gewürgt. Und wenn du reinkommst, funkelt er dich böse an. Aber ja, nach ungefähr einer Minute, also du kannst ihn dann auch rüberbringen, wenn du willst. Wird er auch wenig Widerstand noch leisten. Einfach weil Abelmir den Yel-Arizel eingesperrt hat. So, und solange der nicht außersehen den Pakt eingeht. Kiaras, vielleicht wollt ihr unser Fluss begutachten, jetzt wo die Gefahr gebannt ist. Ja, das war doch jetzt eine unangenehme Erfahrung, was für einen Stuss dieses Ding auch erzählt hat.
Von wegen, dass ihr Pferde ermordet habt mir. Also wirklich. Ja, unglaublich. Also hört dich auf diese Lügen. Es hat einige Dinge erzählt, die sehr nah an der Wahrheit waren. Und sowas würde Abel mir doch niemals tun. Wirklich? Mir hat es nur gesagt, dass ich ganz viel Gewalt anwenden soll. Diese Dinger lügen und bringen Zwietracht unter uns. Hört nicht auf sie. Mir hat auch angeboten, unbeschreiblich viele Geschenke und so. Und nicht, dass mir die irgendwas anbieten könnten, was Raya mir nicht längst geschenkt hätte, aber naja. Und doch, mein gestriger Iserun, handelte jeder aus freien Stücken und musste sich auf diese Einflüsterungen einlassen. Ja, oder eben nicht. Aber ihr werdet doch wohl nicht bestreiten, dass einfache Bauern nicht dieselbe Ausbildung hatten, gegen solche Einflüsterungen zu bestehen wie wir. Nun gut. Lassen wir es der Ausnahme halber mal durchgehen. Wir haben einen neuen Plan. Wir legen uns auf die Lauer. Wenn das nächste Mal eine Patrouille vorbeikommt, greifen wir sie auf. Also doch keine waghalsige Flussfahrt? Und danach unternehmen wir die waghalsige Flussfahrt. No. Wir warten einmal ab. Vielleicht bekommen wir Informationen oder sonstige Hilfsmittel an die Hand, mit denen wir uns die Flussfahrt sparen können. In jedem Fall sollten wir das Floß aber erst einmal in der Scheune verstecken und warten, was passiert. Außerdem also wollte ich Rafims Gesicht sehen, wenn er hört, dass wir doch ausbessern müssen. Ach so, verzeiht. Das tut mir jetzt leid. Dieses absolute Vollmiststück von Floß, ich möchte es gar nicht Floß nennen, wenn wir das überhaupt in die Scheune transportiert bekommen, dann ist das schon gut gelaufen. Rafim, bitte, ein wenig mehr Vertrauen in die inneren gefälligen Fähigkeiten des Herrn Amelie. Bis jetzt haben seine Konstruktionskünste uns schließlich noch nicht im Stich gelassen. Nun ja, ich gebe zu, dieses Werk ist etwas dilettantisch, aber ihr seht, was ich für Materialien arbeiten muss und was für Werkzeug. Das Wort Haufen Scheiße, das ist das Wort, nach dem ihr sucht. Das ist ein Haufen Scheiße. Ich bin mir sicher, ich bin schon auf schlimmeren Nussschalen gefahren. Nein! Also, will ich hoffen. Also, möglich ist es, aber ich will es nicht hoffen. Egal, ich bring's in die Scheune. Ich mach das jetzt, egal. Rafim geht raus und trägt diesen Haufen Schrott in die Scheune. Das Tor fehlt aber trotzdem, richtig? Das Tor fehlt richtig, ja. Haben wir benutzt, ja, deswegen. Das Tor ist ja jetzt los. Das Tor zurück in die Scheune. Als ob das irgend so ein paar Söldnern auffallen würde. Die haben ja doch eh alles kaputt gehauen. Wenn ich jetzt das dahin ziehe, geht das zufällig kaputt auf dem Weg? Naja, nicht unbedingt, aber die Struktur leidet dann doch ein bisschen, also. Glaube ich, wenn ich das bis an den Fluss ziehen würde, dass es dann mir auseinanderfällt? Nein. Schade. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich mutwillig zerstören, aber. Nee, das will ich ja eben nicht, aber es wäre schön, wenn es kaputt gehen würde, ohne mein Zutun. Du kannst ihm ja einen Chip geben. Wenn du mir einen Chip gibst, dann geht's kaputt. Nein. Dieses PvP, gut. Ja, ich hab leider keinen. Stimmt. Oh. Soll ich dir meinen geben? Ich dir ganz billige Raten an. Es kostet den ganz winzig kleinen Preis deiner Seele. So ich auch suchte hinter den Sternen, fand ich doch nicht das Reich des Lolgramot. Doch sah ich viele seiner huschenden Schatten, wieselnd, wimmelnd, von Ort zu Ort eilend, ganz unbeheimatet, als Bote von Domäne zu Domäne hetzend. Wen ich aber frug, der verriet und belog mich, wenn ich ihn nicht zwang. Wahrlich, ich sage, unbehaust ist Hesfai und darum überall zu finden, und kein Weg ist ihm versperrt. Eine ins moderne Gareti übersetzte Randbemerkung in der Kuslika Ausgabe des Arkan Fran Horas zugeschrieben. So verbringt ihr die nächsten Stunden in dem kleinen Bauernhaus, überlegt, streitet, diskutiert, ob ihr eine solche Patrouille angreifen solltet oder nicht, oder ob ihr einfach nur auf das abschirmende Nachtlicht wartet, auf das ihr, ja, ohne die Sterne, ohne den Mond dann die Überfahrt mit diesem Gefährt wagen könnt, oder vielleicht einige Informationen aus diesen Gardisten herausbekommen, vielleicht einen erhalten Gardist, den ihr dann, ja, befragen könntet. Und so wartet ihr. Iserun hat sich etwas hingelegt und versucht, noch etwas Sternenkraft zu regenerieren. Du darfst 1W6-4 würfeln, wenn du möchtest.
Ja, ich würde vorher gerne noch meinen Schlaftrunk trinken, um meine Regeneration zu verdoppeln. Oh, ja, okay. Wird trotzdem abgebrochen nach 2 Stunden, weil sie nach 2 Stunden auftauchen. Möchte jemand das schippen? Dass sie nach 2 Stunden auftauchen? Sie tauchen nach chaotischen 1W20 Stunden auf. Ja, wenn das kein anderer chippen will, dann chipp ich das. Gut, dann ist dein Chip raus. Würfel einmal an W20 neu. Boah, toll, vielen Dank. Dein Würfel ist kaputt. Noch ein Chip. In Chippy-Laune. Wenn ihr möchtet, dann dürft ihr auch noch ein Chippy ausgeben. Nein, danke. Gut. Dann darf Iserun den Schlaftrunk abstreichen und regeneriert 1W6-3, weil abgesprochene Schlafphase. Du darfst auch, ja. Ihr dürft 2-mal pro Tag regenerieren und wenn ihr volle 6 Stunden schlaft, das ist 1W6, aber wenn es abgebrochen ist, dann... Oh. Ja, also ich habe sowieso diese feste Regeneration von ASB, also 8. Die bekommst weil du die Hälfte wann? Waren ja 4, aber 2-mal. Wann bekommst du die feste Regeneration? Immer. Immer. Ich habe meisterliche Regeneration. Wenn du die vollen 6 Stunden schläfst, oder... Richtig. Nee. Und Achso, ja. Hä? Ja, nee, macht's wieder. Also pro Regenerationsphase halt. Oh, okay, genau. Wenn es pro Regenerationsphase ist, ist es ja eine. Es ist eine abgebrochene. Dann hast du ein Glück. -3 halt. Ja, genau. Von den 9, 8, wie auch immer. Dann würfel einfach mal die Probe. Nee, ich würfel nichts. Ich addiere nur. Also das ist ein fester Betrag, den ich immer addiere. Ah, okay, gut. Das heißt, du hast keinen ganz normalen W6, den du... Nee, genau. Also du kannst jetzt sagen, du kannst dir, von den 8, 3 abstreichen. Ja. Beziehungsweise halt von den 16 dann halt 6 abstreichen. Ja. Wir ziehen erst ab und dann wird verdoppelt. Also sind es, was hast du gesagt? 16 minus 6 sind 10. Ja. Ja. Dann hast du 10 ASP mehr. Und aber mir 2. Wieso wird eigentlich verdoppelt? Ich meine, verstanden. Weil ich den Schlaftrunk getrunken habe. Ach so, sorry. Ich könnte jetzt natürlich noch schlechte Betten oder sowas mit ins Feld führen, aber das sind normale Betten. Ihr werdet dann die Bauersfamilie dann gastfreundlich, wie sie sind, wird dann Leta und auch Charine werdet euch dann die Betten zur Verfügung stellen, die sie selbst aus Angst weniger benutzen, aber ja. Dann könnt ihr geweckt werden und zwar von Yalan und Rafim, die gerade Wache halten. Ihr könnt dann aus der Entfernung erkennen, wie nach und nach dann die die Tore von Romulus geöffnet werden und dann die ersten 2 weißen Hetze herauslaufen. Die Patrouille beginnt also. Und nach folgen dann die 9 Irrhalten-Gardisten aus Yol'Gormak, gerüstet mit ihren Waffen und eine weitere Kreatur, die etwas verschwimmt vor eurem Auge. Egal wie sehr ihr euch darauf konzentriert, egal wie ihr versucht mit euren Ferngläsern, mit euren Fernrohren dann noch einmal nachzustellen. Ihr werdet ihn nicht scharf bekommen. Seine Konturen verschwimmen, verfließen. Er wird wohl auch kein Schädel mehr haben. Er ist auch irgendwo humanoid-menschlich, aber hat schon definitiv höhere Paktkreise erlangt. Seine Haut hat sich auch leicht schwärzlich, rötlich verfärbt. Hat wohl mehrere Glyphen der Borberadianer auf seiner Haut, die ihr ebenso wenig scharf bekommt wie er selbst. Er zerfließt. Es erinnert vor allem dann auch Abel mir so ein bisschen, wenn er dann herbeigerufen wird, an den Yel'Arizel, den ihr erst vor kurzem erblickt hattet. Und neben den borbradianischen Runen auf seiner Brust könnt ihr weitere Lolgramoth-Runen erkennen. Das ist dann definitiv der Offizier. Ja, wenn die sich langsam auf uns zubewegen, möchte ich noch ein Unverwundbarkeitselixier Qualität C anwenden. Seht ihr das? Ja. Sieht wie ein Papier raus. Ein lohnenswertes Ziel. Sind wir uns sicher, dass wir hier den Angriff schaffen? Kommt auf die Qualität der Männer dort vorne an, das weiß ich nicht. Wir halten gerade. Ich kann diesen Paktierer nicht richtig einschätzen, aber diese normalen Gardisten, die sollten wir schaffen. Wir sollten den Magier zuerst ausschalten. Ich stimme zu. Dann tun wir es also. Gut, ich entkorke dann auch ein Unverwundbarkeitselixier, Quali E allerdings bei mir, und wirke es herunter. Jo, ich schließe mich an.
Wollen sie jetzt einfach auf sie zustürmen oder was ist euer Plan? Wir warten, bis sie in der Nähe sind, dann springen wir hervor und sind über ihnen, bevor sie sich formieren können. Ja, ihr seht, wie die vor allem die weißen Hetzer dann auch durch diese Formation laufen. Es gibt wohl zwei von den erhalten Gardisten, die sie dann angebunden, angekettet haben und dann sowas wie als Tiermeister fungieren. Jalan hat ja auch schon einen dieser Wesen getötet und dann kurzzeitig als Mantel getragen. Gerade in Yol'Gomak stand dir das sehr gut zu Gesicht, aber wenn du jetzt diese diabolischen Augen noch einmal glimmen siehst, wie sie hecheln, schnuppern und haben sie euch vielleicht schon gewittert? Komm auf alle Fälle näher an der Straße entlang und kannst auch sehen, wie wohl gerade einer der ehehalten Gardisten sich aus dieser Gruppe löst und dann grob auf euch zugeht. Beziehungsweise nicht auf euch direkt, sondern auf die Ansammlung dieses Bauernhauses. Wo steht ihr? Im Inneren oder im Äußeren? Inneren. Sicher. Ja, wo die meiste Sichtdeckung ist. Ja. Also ich liege auf dem Boden im Inneren, weil ich mich sonst nicht verstecken kann. Wiederum, welchen Zauber wollt ihr anwenden? Ignis Vero, selbstverständlich. Aber nicht auf diesen Einzelnen. Ich versuche, den Magier mit einem Cantus Blitzlichtwind auszuschalten. Guter Plan. Wenn es zum Nahkampf kommt, würde ich versuchen, zu ihm vorzudringen und ihn abzustechen. Hocken wir eigentlich alle auf einem Haufen oder sind wir echt so verteilt? Das müsst ihr euch ausprobieren. Ich habe euch mal irgendwie verteilt, aber niemand hat gesagt, wo er steht. Ja, ich liege in dem Bauernhaus hier, auf dem Boden. Da wir uns unterhalten, sitzen wir vermutlich alle eher alle in demselben Bauernhaus. Also so hier oben. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Ja, gut. Dann geht es weiter. Die anderen laufen weiter auf der Straße entlang. Wie gesagt, sagt einfach Bescheid, wenn ihr den Kampf beginnen wollt, wenn ihr ihn irgendwie suchen wollt, wenn ihr rausspringen wollt. Ansonsten stellt sich dieser Ehrhaltengard das dort einmal hin, bleibt das stehen, kratzt sich ein bisschen im Kopf und lugt argwohnisch in eure Richtung, während die anderen weitergehen. Ich denke, idealerweise sollten wir sie noch ein Stück passieren lassen, damit sie sich erst umkehren müssen, um sich vor dem Magier zu formieren. Und dann ein Geräusch machen? Oder wie? Vielleicht ein Fensterladen klappern? Und glauben lassen, dass hier Zivilisten wären? Ja, kann uns entscheiden, aber jetzt. Ein Ziegengeräusch nachmachen? Ja, ja, gut, machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, was wollte ich noch sagen? Sobald sie halt so sind, dass der Magier quasi am weitesten hinten sind. Ich klappere mal mit dem Fensterladen, nur so leicht. Es könnte so, dass es auch der Wind sein könnte. Ja, ihr könnt sehen, wie der Erhaltene das jetzt wohl gerade sich abwendet und wieder zurückgeht in Richtung der Straße. Ich will also nicht auf die Finte ran. Aktuell nicht. Ich scheine ein Licht im Fenster. Okay, jetzt oder nie. Gut, dann bewegen wir uns wohl. Im Laufen möchte ich dann meinen Ignisfero vorbereiten. Initiative. Ist der Plan bescheuert. Und zwar von euch allen. Meine habe ich schon ausgewürfelt, damit das alles ein bisschen schneller geht. Mein Battlemönch, die Salan al-Ashtranim. Der Schüler der Sterne selbst, der Schüler von Mada, wird auf der 36 starten. Das bringt uns so hart um, wir haben alle genug Chefs, um das zu übernehmen. Also. Isarun nicht mehr. Naja, sie kann ihn verbrennen. Ja, verbrennen das, kann sie. Das ist das, was zählt. Dann heißt es Rip Rafim. Ja, der, vermutlich. Der versteckt sich im Keller. Also nicht jetzt, aber. Aviana an eurer Seite. Und dann könnt ihr bitte eure Initiative eintragen. Ja, dann auf der 21. Das heißt noch ein bisschen größer. Das ist jetzt die Größe, auf der ich bin. Kinder, ich habe ein bisschen Pipi in der Hose. Boah, kommst du da? Das war ja ein richtig guter Plan. Ich knabber ein bisschen mit den Fenstern. Der Plan ist einfach schwer behindert. Gut, dann haben wir schon alle? Nee, ne? Nee. Bei mir würde es dann. Ah, okay. Auf der 18, 21 Jahre, 25 Kieras, Isarun 3 plus was? 16. 19. Du sagtest, ein normaler Magier hat den nicht auf 16?
Ja, was, wo bin ich denn normal? Hallo? Sophie muss auf der 18. Ja. Gut, die weißen Hetzer fangen an. Die weißen Hetzer, weiß ich nicht, haben die Gefahreninstinkt, haben die eine Sinnschärfe. Ich würfel mal ein Plus oder ein Minus. So, dann werden die erstmal. Plus ist gut für uns. Ja, Plus ist gut für euch. Die werden erstmal an der Kette weitergehen und nicht losgelassen werden. Dann sind die Irrhalgengardisten dran. Ich schau gerade mal, ob die noch irgendwas Tolles haben. Oh, die haben eine gute Sinnschärfe. Da würfel ich tatsächlich mal 1, 2, 3. Und da dürftet ihr dann eine Versteckenprobe gegen würfeln. Oder eine Schleichenprobe, eins von beidem. Gibt's einen Bonus dafür, dass ich auf dem Boden liege? Ja, willst du schleichen oder sich verstecken? Solange du noch im Haus bist und auch im Haus bleibst, ist es eine minus 7. Ja, wenn sie vor mir würfeln, bin ich ja noch im Haus. Gut. Ja, warte mal. Schleichen. Ja, wir laufen ja jetzt los. Du bist also nicht mehr im Haus, wenn du mitläufst. Ja, aber ich muss erstmal aufstehen. Ich lieg auf dem Boden. Das ist wahr. Gut. Kommt nix. Da wir anderen aber laufen, kommt jetzt wohl die Schleichenprobe, ne? Ja, genau. Gerade so. Ja, gerade so, gegen die 15 von denen. Ja. Warte mal, ich kann eine 7er Erleichterung, vielleicht schafft die Probe sonst gar nicht. Gut, das heißt, sie haben euch bemerkt und gehen in eine Formation. Das heißt, sie machen einmal Sinneschärfe, um diesen Hinterhalt zu bemerken, und dann machen sie Aktion Position formieren. 1, 2, 3, sie gehen irgendwie in Formation. Gehen sich so irgendwie in eine Kampfformation. Er bleibt da stehen, er macht da diesen, ja. Gut. Er gibt uns den Battle, meine ich. Danach kommt der 18, Abelmir. Ich würde ein Witz, ich finde, Reichweitenmodifikation dreimal bis zum Horizont. Ja. Also auf 70 Schritt ist er entfernt, ne? 72 Schritt ist der Battlemech entfernt. Dann muss ich auf jeden Fall bis zum Horizont modifizieren. Das wären dann der 49 Schritt und nächstes wäre Horizont, genau. Das wären 3 Modifikationen Reichweite. Das sind 15, das mit Zeit, sind plus 11. Du lässt dir Zeit, sind 4, sind 2 Aktionen. 2 Aktionen, ja. Mhm. Es sind 11, halbiert sind dann plus 6. Blitz, ich finde, werde blind. So, was ist 6 denn? Entschuldigung. 6 und. Auf den Battlemönch, ne? Auf den Battlemönch, genau. Ja, das heißt, du kannst eine Magieresistenz von 5 knacken. Nein. Ja, dann wahrscheinlich mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Du merkst, dass du mit deinem Zauber nach 2 Aktionen gegen die geistige Barriere eines Sternenkindes brandest. Rafim. Ich steh auf. In 2 Aktionen, oder willst du eine Gewandtheit schmeißen für eine? Ich stehe in 2 Aktionen auf. Dann ist deine Aktion durch, Isarun. Ich schleiche mich aus dem Haus, so gut es ein Fall des Lichts kann, und bereite dabei meinen Ignisfero vor. Weil ich dabei dann halt nicht rennen kann, gehe ich. Mhm, dann ist es eine Aktion gehen. Sind 8 Schritt. Wie viel habe ich denn? Wie viel, GS ist das ja immer, ne? GS, ja. GS minus BE. Ja, dann kommt das hin.